wenn die Leute mich fragen, irgendwie, warum bist du so gut drauf und warum machst du das und so. Und in diesem Fall ist es so, dass ich weiß um meine Endlichkeit. Und dann entsteht daraus eigentlich eher so ein Gefühl, hey, die Zeit, die ich habe, will ich nutzen mit den Dingen, die mir Spaß machen. Er ist der coolste Rentner Berlins. Günther Krabbenhöft raved durch die Berliner Clubszene und das mit 77 Jahren. Sein ausgefallener Stil hat ihm den Namen Hipster-Opa eingebracht und knapp 170.000 Follower bei Instagram. Seine Leidenschaft fürs Tanzen entdeckt er per Zufall. Eines Abends ging er durch die Stadt, um Freunde zu treffen, als ihn zwei junge Frauen ansprachen. Da haben die gesagt, wir gehen jetzt in den Club, willst du nicht mit? In den Techno-Club. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich komme mit. Ich sage meinen Freunden ab und komme mit euch mit. Und das war so eine Offenbarung dann. Ja? Da habe ich, glaube ich, 8 Stunden gerafft und habe mir die Seele aus dem Leib getanzt. Mittlerweile ist Krabbenhöft aus der Clubszene nicht mehr wegzudenken. Doch das Leben des 77-Jährigen besteht nicht nur aus Techno und eleganter Kleidung. Er hat auch ein Buch veröffentlicht mit dem Titel »Sei einfach du, zum Jungsein bist du nie zu alt«. Denn für den Hipster-Opa geht es nicht nur darum, Spaß zu haben, sondern auch darum, anderen Menschen Mut zu machen, sie selbst zu sein und ihre Träume zu verwirklichen. Ich sage heute den jungen Leuten, sei immer du selbst, weil die anderen gibt es alle schon. Du musst nicht die anderen nachmachen. Sieh zu und schau, wo deine Stärken sind, wo deine Leidenschaft ist. Und dann, glaube ich, tut man immer das Richtige. Und es ist nichts peinlich oder es ist nichts falsch, sondern es ist alles richtig, wenn es aus dir kommt, weil es ja auch in dir entstanden ist. Und deshalb ist das ganz wichtig, ja, man selbst zu sein.